Tag. Hallo? Wie geht's? Tag, hallo, dankeschön. Hallo. Merhaba. Tag, tag. Und alles, was noch so geht. Oma hat noch Internet, wo man Telefon auflegen muss. Achso. Hi. Wie geht's euch? Salam alaikum, alaikum salam. Habibi, danke für, was ist das denn? Wish Lena, oh Lena, Tag. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Chat, habe ich irgendwas vergessen? Hallo? Ist irgendwas komisch? Habe ich irgendwas nicht gemacht, was ich machen sollte? Warum bin ich mit meinem Handy? Was habe ich vergessen? Luckys Geburtstag. Stimmt, Lucky hat heute Geburtstag. Ja, 900p, 60 FPS. 60 FPS haben wir, aber 900p nicht. Schaffst du das, Katze?
Das ist zu doof. NASA-PC, ich hoffe, dass der morgen ankommt. Der wurde gestern verschickt. Moment mal eben. 900p 2020, wer braucht den? Ich brauch das. Mich zu küssen. Singt mal ein Lied für den. Nein. Dich lauter zu machen? Bin ich nicht laut genug? V8B2. Doch, ich bin laut genug. Der Kühlschrank ist noch an. Ich habe da ganz starke Gefühle, dass ich irgendwas vergessen habe. Tag, Zamloko, hallo. Mein rechtes Auge tränt. Ich bin traurig wegen RP. Hose an? Ja, ich habe Jogginghose an. Was habe ich vergessen? Nee, Schattenbund, dich habe ich nicht vergessen. Und den Da Vinci auch nicht, das mache ich. Essen? Ne, ich habe gerade gegessen. Ich habe zwar nur eine Pizza gegessen, aber musste jetzt schnell gehen alles. Klodeckel runtergemacht? Nein, ich bin Typ, mache ich nicht. Also Komm, heute Sportstream? Nein. Boah, mein Auge ist voll am Tränen, Alter. Ich kann den Chat gar nicht lesen. Kann es eigentlich sein, dass jeder Stream mit einem Hype-Train startet? Kann sein. Hallo Gerd, hallo Ayran, hallo. Klodeckel runter? Nö. Der muss oben bleiben, falls ein Monster da rauskommen möchte. Also Emotes habe ich geklärt, zumindest die ersten drei. Hogwarts, Dodge und Duftkerze. Das habe ich gerade geklärt. Was habe ich noch gemacht? Nix. Geh nix. Zahnpastatube auf? Nein. Ich putze mir nicht die Zähne. Hier. Wo würde dann für mein Feature geben? Grüße! Wunderschönen guten Abend. Boah, mir fällt das echt nicht ein. Airbrush Dude, Preis, sowas? Ne, ich wollte nur einfach eigentlich nochmal ein neues Bild hochladen. Das habe ich heute nicht geschafft. Das mache ich für morgen. Den Preis weiß ich ja so ungefähr. Habe ich ja gestern schon gesagt. Soll ich, wenn ich das mit den Bildern fertig habe und so, soll ich einen extra Discord-Channel dafür machen? Es gibt aber viele, die nicht im Discord sind, ne? Die gar keinen Discord benutzen. Oder ich mache hier so einen Befehl auch im Chat und so einen Quatsch. Oder eine Grafik für unterm Stream. Stimmt, Panels wollte ich neu machen, wollte Dexus mit mir machen, aber der hat keine Zeit gehabt. Stich in mein Herz. Ne, ich mach im Discord und hier im Chat und ein Panel. Ganz einfach. So, Nixon, vielen lieben Dank für 1000 Bits, Bruder. Der Mr. Eichhorn, danke für den Prime im 3. Philipp, danke für den Resub im 9. Hallo und Moin, hallo. Chucky, danke für den Resub im 33. und Hukulu. Daniro, danke für den Resub im 43. Seh dich gut aus, so Wichser. Siehst du, das Meme ist auch schon wieder vorbei. Mit der Kutte. Monster, danke für den Prime im 5. Zack de Bohne, danke für den Prime ebenfalls im 5. Lena, danke für den Prime im 25. XXX, wie XXX? Meinst du den Tentacion? Man darf im Stream keine Mucke mehr hören. Kriegt man Ärger. Brauchst du deine E-Mail-Adresse? Jetzt noch nicht, ich mach das jetzt noch nicht. Ich mach das dann, wenn für morgen oder so. Erstmal alles organisiert bekommen hier. Kölsch, danke für den Prime im 4. Jonas Schulle, danke für den Prime im 17. Und die Mail für den TS-Server geschrieben. Ne, ich habe dem Juri gestern noch geschrieben, aber ich weiß nicht, was ich da hinschreiben soll. Der soll mir das sagen, der hat da die Connections dahin. Ich hoffe zumindest, dass der heute im RP ist, Alter. Dera, dankeschön für den Resub im 22. Maximoto, danke für den Resub im 28. Stewie Griffin, danke für den Prime im 4. Nix OnlyFans. Klanger, danke für den Resub im 26. An die Arbeit, danke für den Prime im 13. Aber vor 19 Stunden, der war von gestern, fuck. Wo ist eigentlich mein TS5 Beta Key Curtis? Ich hab geguckt. Ich hab gar keinen. Ich hab nur einen bekommen, glaube ich.
Hast du eigentlich noch vor, Cyberpunk zu streamen, wenn NASA-PC wieder da ist? Ja, ihr habt ja gesagt, das lohnt sich. Also gucken wir uns das mal an. Wikily, dankeschön für den Prime und zweiten. Mit dem i7 brauche ich da gar nicht auftauchen, glaube ich. Angelugt hat er mich, habe ich gar nicht. Du hast gelugt. Ohne Genitalien, bitte. Aber die darf man noch streamen, habe ich gehört. Die sollen erstmal Bugs fixen. Ja, ich habe selbst bei Stay gelesen, dass der warten möchte, um weiterzuspielen, bis da ein paar Sachen gefixt wurden. Ne? Ja, Captain Lou, du spielst das, aber ich muss das ja auch streamen. Das darfst du nicht vergessen. Holzer, vielen lieben Dank für den Resub im 4. Und Mahlzeit. 3 Stunden Schalstein reicht schon. Ist das so krass, die Charaktererstellung da? Kann man da viel machen? Nicht? Nee, geht. Woher weißt denn du das, Lena? Dein Computer kann das doch gar nicht spielen. Du kannst dem Schwanz machen. Die ist nicht heftig. Ich habe 20 Minuten gebraucht. Dann ist sie ja wohl heftig. Der Herr Silberrücken, vielen lieben Dank für 2 Gifted-Subs. Ich warte schon auf den Rage, wenn du in 1080p mit der 2080 nicht mal auf Ultra zocken kannst. Ich habe keine Ahnung, Alter. Das werden wir sehen. Weil ich das spiele. Klar kann er das. Lüg nicht. Du lügst. Pipslänge Erdnussflip. So muss das sein. 50 FPS. Wie 50 FPS? Was redest du da schon wieder, Schattenbund? Kann ich mit dem NASA-PC das nicht spielen und streamen? Hallo, Gino. Doch kannst du. Okay, ja, werden wir ja sehen mit den Einstellungen. Ne? Wie ist das so unperformant oder ist der NASA-PC einfach Schrott dafür? Mr. Bieber Beats, vielen lieben Dank für den Prime im 5. Und Chef, danke für den Prime 10. Uhulu. Hallo, Fanmatoren. Beides. Mr. Roach, danke schön für den Prime im 4. Ah, Mann, komm, bester Streamer of the World. Ah, danke. Schrott, wenn du nicht mit Psycho-Modus spielst. Was für ein Psycho-Modus, Junge. Unperformant, ja. Das Spiel ist der Hardware voraus. Ja, werden wir ja sehen. Antesten kann man der. Jazz, war das eigentlich mit deinem neuen Computer? Ist der schon da? Lübt der schon? Guten Abend, Elixier, der Herr. Wie geht's Ihnen? Ich trinke halt Apfelsaft. Pah! Wann bekomme ich eigentlich einen neuen Computer? Wenn du anstatt dein Geld für Alkohol auszugeben, mal lieber sparen würdest, dann könntest du ja auch einen kaufen, Bumper. Ja, Remagnum, ich muss das Spiel erstmal holen. Ich warte erstmal, bis der PC da ist. Wieder. V8 Bitubu. Marci, dankeschön. Oder Marc, dankeschön für den Resub im 43. 43 Monate, Alter. Das sind so... What's crack? Boah, 3 Jahre, Alter. Das musste ich jetzt mit dem Taschenrechner schnell ausrechnen. Und get on my crunch, danke für den Resub im 9. Sogar Stufe 2, dankeschön. Ich habe immer noch keine Adresse bekommen von dir für den alten PC, du Fraggle. Wir haben ja auch gar nicht mehr geschrieben, Jazz. Können wir nachher machen. Geil, das ist so, du. MDK, und danke schön für den Resub im 31. Du 31er. Stufe 3 sogar. Bruder. Geil. Danke. Was sagt er eigentlich zum RP gestern? Ich habe da nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht und durch mich durchziehen lassen. Ich habe das alles nicht verstanden irgendwie. Hab mich gefühlt, als würde ich ins Becken geworfen werden. Ich komme wieder, hab keine Ahnung von nix, Alter, und dann ist das so ausgerastet. Alles so eskaliert. Also zum Teil. Lame, wie immer. Was ist denn la... Ach so. Was ist denn lame, Alter? Lame. Mr. Rank.
Ach so, Leim. V-Akbitubu. Wolfpack, danke für den Resub im 28. Leim. Naja, böse Zungen behaupten was, dass gewisse Leute IC und OC nicht trennen können. Ich hoffe nicht. Mir ist das egal. Hab ich ja gestern schon gesagt. Wie oft haben wir das erlebt, oder wie oft habe ich das erlebt, dass irgendwie RP und dann OC irgendwie Stress oder angeeckt mit jemandem und so. Darauf habe ich gar keinen Bock mehr. Juckt mich alles nicht. Ich mache einfach das RP und wenn sich da jemand angegriffen fühlt oder so, dann soll er in sein eigenes Kissen heulen und mich nicht vollhauen. Das ist jetzt auch keine Unterstellung, das ist jetzt einfach, ich sag das jetzt in der Allgemeinheit einfach so. Ist mir alles egal. Ich gehe dann einem guten Rat nach, den ich damals mal bekommen habe auf Alternate. Da hat eine sehr weise Person zu mir gesagt, Bruder, spiel doch einfach RP. Und dann mache ich auch. OOC erstmal auf Mutter gehen. Ich kann Bomfer IC nicht leihen. Keiner kann Bomfer IC leihen. Flipflop, Dankeschön für 100 Bits. Und Nixon, Dankeschön für 1000 Bits nochmal. 2000 sogar. Ich habe vorhin bei Master Tai gesehen, da kannst du so 100 Bits in den Channel werfen und dann wird den Sound abgespielt, ne? Wie funktioniert denn das? Ich will auch. Da gibt es so einige Sounds, die lustig sind. Muss ich dir mal fragen, wie das funktioniert. Ist das einfach? Stream Elements. Ich find's gut, dass Curtis mal auf den Tisch haut. Ich habe ja gar nicht auf den Tisch gehauen. V-Akbitubu. Ich habe einfach nur RP gespielt und für mich war das im RP so, dass dieser Anwalt, auch später ja mit den Yadis, was ich erfahren habe, der hat halt hier den Bademeister und so sitzen lassen bei der Gerichtsverhandlung, hat quasi Scheiße gebaut, hat aber vorher noch Geld verlangt. Bliblablub. Und der wurde gestern halt so an den Pranger gestellt. Und wenn der Kid so die Hand über den Typen hält, können die ja machen, ist ja alles cool. Aber dann sollen die sich halt drum kümmern, dass der keine Faxen so macht. Weil sonst eskaliert das wieder im EP. Und ich rede jetzt nicht von Schießereien. So. Sonst hat man dieses EP, dass man sagt, okay, man mögt sich nicht und keine Ahnung, was noch alles passiert. Aber ich glaube, ich interpretiere da wieder zu viel rein alles. Obwohl ich gerade noch gesagt habe, ich spiele einfach RP und mir ist das egal. Was ist Kids, Junge, Alter? Bruder. Hast du eine Rechtschreibschwäche? Ist nicht schlimm. Oder willst du mich trollen? Ich glaube eher, dass du mich trollen willst. Pixelboom, danke für den Resub am 21. und Hukulu. Und hab Zeit kurz sehr gesagt, du schön für den Resub am 11. Und so machen wir das. Dankeschön für den Promise am 12. Hast du wirklich? Okay, dann ist nicht schlimm. Ich denke eher, dass du mich verarschen willst. V-Akbitubu. Bumpali, danke für den Resub am 27. Warum sagt keiner, dass ich Plepp war? Weil du, egal ob du ein Zapp hast oder nicht, ein Plepp bist. Oh, sorry. Darf man Plepp überhaupt noch sagen? Ich habe da gestern Nacht nur so einen Artikel gelesen, dass man gewisse Dinge nicht mehr sagen darf. V-Akbitubu. Darf man das noch sagen? Eieiei. Eugen, danke schön für den Resub im 2. Und Peter Klauser, danke für den Resub im 14. Clip reported Resttag gewonnen. Hallo Squeezy. Kein Uhrensohn mehr. Stay sagt ja schon lange kein Uhrensohn mehr. Bei und musst du stark aufpassen. Boah. So ein Mother Trucker. Aber selbst wenn die Wörter verbieten, die man nicht mehr sagen darf, dann, ne, wie Charlie Harper das gerade gemacht hat, dann findet man einfach neue Wörter. Dann nimmt man für das Wort mit S, was am Anfang anfängt, einfach, sagt man einfach, du liebes Kasper oder so.
Da müsste man eher die Kreativität verbieten, anstatt das Wort selber. Der Jifk ist heute 60 geworden. Und der teilt nicht mal seinen Kuchen, der ist ein Lügner. Black Dragon, Dankeschön für den Prime 18. Hallo Burgi. Tag. Du darfst es schon sagen, halt nicht auf eine Person bezogen, geht als Beleidigung gegenüber der Sexualität. Ja, ich denke mal schon, dass das so ist, dass du... Wie schnell wurde die Nachricht gelöscht? Ich glaube, es geht im Allgemeinen eher darum, dass du Leute nicht damit beleidigst. Exzessiv. Wurde mir gerade auch im Teamspeak geschrieben. Automatisch vom Bot. Ja, so ist richtig. Ich habe nur irgendwas gelesen von wegen Wann RP. Hast du schon mal einen Bann auf Twitch bekommen? Nein, noch nie. Warum auch? Ich habe nicht mal eine Verwarnung. Ja, doch, außer diese DMCA-Sache, ne? Aber da hat ja jeder die E-Mail bekommen. Sonst habe ich noch nie irgendwas von Twitch gehört. In der Richtung. Ich weiß. Also, da wurde mir damals mal gesagt, bei, ist auch egal wo, aber war was Offizielles. Da wurde mir mal bei dem Gespräch gesagt, dass ich damals 2017 oder so oft dafür reported wurde, weil ich die Stimme halt verstellt habe, weil sich da Leute angegriffen gefühlt haben. Wegen indischer Kultur oder irgendwie sowas, Alter. Da kamen so 20, 30 Reports mal rein oder sowas. Das wurde mir aber von offizieller Seite gesagt. Weil mich das mal interessiert hat, so. Ich habe damals auch viel abgeklärt, auch wegen dem N-Wort, ob man das sagen darf und so. Und da darfst du tatsächlich im RP sagen. Solange du das halt nicht komplett übertreibst. Aber in dieser Immersion und so darfst du das tatsächlich machen. Im RP. Ja, Mitty, ist wirklich so. Und ich denke mal, den letzten Report, den ich bekommen habe, der so ein bisschen wirksam war, war wegen den Duplo-Emote. Herr Morris Fly, dankeschön für den Resub im 43. Und ich frage dich heute erneut, zockst du auch noch RP, Bruder? Und du antwortest mir eh nicht darauf. Warum auch immer. Einfach bannen. Es wird gesagt, dass es erlaubt ist, aber jeder weiß, was es nach sich zieht, das N-Wort im RP zu benutzen. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Nee, ich hab das gar nicht benutzt. Ich hab so eine... Ich hab so mein eigenes Wort, glaube ich, dafür gehabt. Und, aber ja. Weiß nicht, sollte man nicht sagen. Aber es gibt so viele Wörter und so, die man nicht sagen sollte. Was würdest du zocken, wenn du nicht auf RP gestoßen wärst? Weiß ich nicht. RP, trotzdem. Da führt gar kein Weg dran vorbei, dass ich das nicht auf dem Schirm gehabt hätte, zu dem Zeitpunkt. Weil ich schon vorher Arme und so einen Quatsch gezockt habe. Flying Star, danke schon für den Wiesner beim 9. Ja, eher einen Y-Shapes anstatt einen I. Ja, Basti, aber dann darfst du gar nichts sagen. Dann darfst du wirklich gar nichts sagen. Er zockt nicht, achso. Ja, das Ding ist, ich frag den was und der markiert mich nicht, der YouTube Moritz. Wo ist der denn? Ach da, nein, mach ich nicht. Okay, Moritz, alles klar. Da müsste man echt aufpassen, Alter. Sheesh. Nice Sister. Ich bin Danju. China Tunes. Brady TV, danke für den Prime Sitten. Darfst du schon nicht Blind Run in den Titel packen? Oh mein Gott, echt jetzt? Puh.
Dexus hat im EP auch jemand zurechtgewiesen bezüglich N-Wort. War aber ein Kopf. Ja, du da auf Unity darfst ja nicht mal das H-Wort benutzen, ne? Darfst ja nicht mal Uhrensohn sagen. Obwohl der eine Kopf ist dann letztens. mir ist das im Prinzip egal, was im EP gesagt wird. Genau wie gestern hat dann so Spasti und sowas gesagt wird. Zu meinen Leuten sage ich zwar dann immer im EP, hallo, sowas sagt man nicht und bla bla bla, aber eigentlich ist mir komplett egal, was im EP gesagt wird, Alter. Also jetzt an Beleidigung, ne? Das sollte man nicht ernst nehmen. Selbst wenn man durch die Stimme ein bisschen hört, dass da jemand getriggert ist. Nö, mach ich nicht, Jazz. Du Lügner. Alter, bin ich triggert, mein Bluthochdruck steigt und steigt. Ja, bei dir kann ich das verstehen, Alter. Meine Angefrage, damals noch AL-Zeiten, wart ihr noch die alten Leute plus Memo und Bombe und Weißbrot. Wie seid ihr denn so groß jetzt eigentlich geworden? Wie ist das zustande gekommen? Wir waren überhaupt am Anfang auf Unity mit dabei. Ach so, ja, Max. Max ist seit 2017 dabei. Der ist ja Admin sozusagen von dem Channel Leon vom Discord, genau wie Leon. Die haben ja auch schon auf Alternate so ein bisschen gezockt. Die kamen dazu. Leon, also der Finn ist ein Kollege vom Leon gewesen. Wir haben ja auch hinter den Kulissen, hinter dem RP auch immer andere Games zusammengedaddelt. Die sind damit gekommen. Der Hase war vorher bei 56. Sein Charakter wurde aber hingerichtet. Und ist dann auch im Park chillen gekommen. Der Hase hat den TK dann noch angeschleppt. Dann war der Nick auch auf Unity. Also Tiako. Der hat auch im Park abgehangen am ganz am Anfang. Da war das aber noch nicht. Da war das aber noch keine Gruppierung und so. Der hat den Mo mit angeschleppt und so war das dann immer. Das hat sich einfach so ergeben. Wir haben einfach neue Leute kennengelernt. Ja, und Memo war halt auch dabei und Edel und so, aber die haben jetzt. Und Salty war ja auch am Anfang nur dabei. Und Bumpf ist ja auch da, aber wir haben ja auch sehr viele, die nur so ganz selten mal ab und zu mal so zocken. Wie Edel und Bomb und alles. Und Demba, der ist ja auch nie da, fast. Dretzmann war bei den 56 bis zum Ende. Der war einfach nur einer, den wir kennengelernt haben, so. Und Beatty, Alter. Beatty ist von den Hoover Crips von Homestead. Der hat aber auch schon da gezockt. Weil Vater, also Ink und so, die hatten ja damals schon auf Unity gespielt. Und Beatty schon länger auf Unity, hat aber nie wirklich gespielt. Der ist dann auch irgendwann mal irgendwo aufgetaucht. Den Dunjo kennen wir ja auch schon seit Alternate. Der spielt halt auch auf Unity. Hat sich halt einfach so entwickelt, ne? Wir hatten uns halt so ausgedacht, wir machen den Park auf und das ist dann so der Stadtpark der Gangs. Dass man da Drogen verkauft und tickt. Und dann hat das halt alles angefangen mit den, ja, wir gehen da Leute überfallen und wir machen das und das. Max war auch auf AL, bester Cop. Mann, Oma, sogar der Oni war auf Alternate, Alter. Ich werde das nie vergessen, das ist so ein richtig witziger Moment gewesen. Der Oni war auf Alternate und hat, ich glaube, Cannabis gefarmt. Und dann wollte der Albrecht den anhalten, Junge, und er fährt einfach mit seinem Truck in den See rein. Bei der einäugigen Pupa. Damit die den nicht hops nehmen mit den ganzen Ware, Junge. Ich glaube, der wurde sogar dafür gebannt, ich weiß nicht mehr. Absolute Legende, Alter. Oder das war Koks, stimmt. Nee, das war Oni. Ich glaub, Cooper hat das sogar auch gemacht. Ich glaube, Cooper war sogar der Erste, der sowas gemacht hat. Der hat dann auch eine Strafe dafür bekommen und dann wurde das verboten. Und Oni hat das dann nochmal gemacht und der hat dann einen Bann dafür kassiert. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Marihuana-Route war auf geil. Ja, allgemein, die ganze Cannabis-Mafia damals, ne, Alter, mit Jason und so, das war halt richtig gut. Da hattest du auch noch im RP diese Verbindung zu den Zivilisten. Da konntest du als Gang nicht den Zivilisten so auf den Sack gehen. Du musstest dich darum kümmern, dass Leute auf der Route, die du eingenommen hast, quasi mit dem NPC, musstest du dich darum kümmern, dass da die Leute arbeiten, sonst hast du nichts verdient als Gang. Da war so eine Abhängigkeit, das war richtig Liebe, Alter. Auf Unity ist das ja so, du bist eine Gang und sagst ja, die Route gehört mir und bestimmst dann, wer darauf arbeiten geht. Und hast da eigentlich nicht großartig viel von.
Außer, dass du zu den Leuten sagen kannst, ja, verkauf mir das Zeug, damit ich das weiterverkaufen kann. Auf Alternate war ja so ein richtiges System dahinter mit dem Schwarzgeld noch. Cooperbot hat, ja, Cooper war oben am Farm, Alter. Ja, das war bei AAL Schattenbund, das war Cody Burm. Ja, das mit dem Schwarzgeld war schon nice, was daran aber kacke war, ist, dass dann irgendwann am Ende so Gangs sich abgesprochen haben. Von wegen, wir haben jetzt den Holzhändler eine Woche, danach nehmt ihr den so. Anstatt darum zu kämpfen. Aber das System wird, glaube ich, in Alternate Classic nochmal überarbeitet, soweit ich weiß. Ich weiß nur nicht mehr, in welche Richtung. Ach, wer mit mir geflogen ist? Ja, der Roman und Matze und Roh und Sky. Die Devs sind mit mir immer rumgeflogen. Die haben ja auch ein bisschen RP gespielt. Keine Ahnung, was mit dem Waffendealer ist, Farmer. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe keine Ahnung, Bruder. Kann ich dir nicht beantworten. Ja, Topsen, ich glaube, das wird sogar am Ende irgendwann verboten. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, wie ich den Memo kennengelernt habe, Alter. Also ich kannte den OOC schon, aber im RP. Der ist ja nicht direkt zu uns zu Grove gekommen. Und der war den ganzen Tag einfach nur am Arbeiten auf Cannabis-Route. Und hat Tee gemacht, ey. Der quatscht doch gerade mit dumm. Ja, ich bin jetzt mit Holik. Wir wollen das übernehmen. Aber das ist für mich ist das ein Problem, weil ich nicht mit mir selber RP machen kann. Ich kann meinen anderen Charakter keine Waffe verkaufen. Aber ich habe gestern Nacht noch mit dem Holik darüber geschrieben, wegen Konzept. Wir werden so... ich werde tatsächlich, glaube ich, wieder Cody Bourbon auspacken, aber nicht als Cop. Ich packe Cody Bourbon als Event-Character aus für die Waffendealerei. Und wir werden da diesen Stützpunkt dann bespielen und dann alles dann so mit Army-Dings machen und so ein Kack. Oh, Maschinen-Edits, Bruder, lebst du noch? Ich habe letztens mal bei den YouTube reingeguckt, ich bin nur beim Lurken. Aber danke für den Resub im 14. mit deinem Prime. Und Montino, danke für den Resub im 43. auch. Und Desop, danke für den Prime 5. Und Crimetime, danke für den Prime 29. Spoiler doch nicht. Warum? Da kann ich spoilern. Der Event-Character ist eh nur so eine Stunde oder so, wenn du überhaupt ein, zwei Stunden RP, ne? Da wird keine Story aufgebaut oder so. Das ist nur für die Waffendeals und den ganzen Quatsch. Da wird nichts Großartiges geben. Kann ich gar nicht machen. Ich kann keinen Event-Character spielen und damit eine Story aufbauen, dass der irgendwie eine gewisse Position im RP hat, weil das ein Event-Character einfach ist. Lebendig wie eh und je, bei dir auch alles sneaky. Natürlich, ja, natürlich. Was machst du, Maschinen? Bist du noch in der Szene unterwegs, sagst du? Drehst du noch die geilen Paul? Oh, boah, Junge, Alter, ich wollte gerade was sagen, ne? Drehst du noch RP-Videos, Junge? Was hab ich in meinem Kopf drin, Alter? Hallo, da kann man sich schon mal vertun bei Maschinen-Edits, ja? Hat richtig reingekickt jetzt gerade. Also kein Cringe, nein, nein. Cringe mit Holik würde ich fühlen. Ich wollte Pommes sagen, genau, Oma. Jax TV, danke für den Prime dritten. Ne, diese Militärbase wird ja eh nicht bespielt. Wir machen das dann darüber. Das ergibt dann auch Sinn mit den Waffen, dass wir die, dass so irgendwelche Waffen aus irgendwelchen Konflikten sind, die wir abgezogen haben und deshalb illegal verkaufen und bla bla. Nicht mehr wirklich, ab und zu mal im Moment Zwangsurlaub bei Rechner-Rip. Ja, fühl ich, Bruder. Fühl ich, kenn ich. Manchmal wünschst du dir so Urlaub und denkst dir, boah, könnte ich jetzt mal im Bett rumliegen und so, aber im Zwangsurlaub, Alter, denkst du dir, warum kann ich jetzt nicht zocken? Skyrox, dankeschön für den Prime 5. Aber man kann ja eh keine GTA-Dings mehr machen, Intros und so, ne? Wegen der DMCA-Scheiße, Alter. Was willst du denn da in so einem Intro-Lied reinhauen? Lo-Fi-Mucke? Metal. Star Wars Rap. Ey, ich mach noch Duftkerzen, dann gehen wir RP. Ich hab keine Ahnung, wer heute kommt. Ich glaube, Mila hat installiert. Ich glaube, Demba ist heute auch da. Aber ich weiß, spielst du Unity live, Bruder.
dann heißt es sich nicht schnappen lassen als Waffendealer, sonst ist der kaputt. Ich glaube, der Waffendealer hat Immunität. Aber ja, natürlich werde ich versuchen, uns nicht schnappen zu lassen. Was DMCA, das ist, wenn du Copyright geschützte Musik im Stream hörst, dann kriegst du so ein DMCA reingeknallt. So eine Strafe dafür. Richtig wild, Junge. Geht schon, gibt genug Underground-Shit, wo es eh niemanden juckt. Aber Bruder, ich will Night Level haben, wenn dann. Ist doch Tradition. Wir haben doch Night Level in die EP-Szene gebracht, in die Intro-Dinger. V8B2B. Ist schon immer so gewesen, Headshot. Aber hat sich nie einer drum gekümmert, aber mittlerweile kümmern sie sich darum. V8B2B. Bretter Joe, danke für den Restart im 4. und Bobo Bear, JD, danke für den Restart im 8. Ist doch wirklich so voll. Ach, Night Lobby, Alter. Hallo, Climatics for 20. For Abitubo. So, ich hoffe, dass heute wieder alles funktioniert wie gestern. Doch, Pop Smoke ist sauer ausgelutscht, Alter. Was geht, Griffi? Schon zu oft gehört alles. Aber was ich mich gestern Abend auch gefragt habe, ne, weil irgendeiner hier im Chat meinte, bei OBS gibt es bald eine andere Tonspur für die Mucke. Das heißt aber noch lange nicht, dass man auf einem RP-Server wieder Musik hören kann, ne? Weil die Tonspur kommt doch nicht über die Tonspur bei OBS. Das wird doch dann über Teamspeak gesendet. Oder check ich das wieder nicht? Ist doch nichts, bei mir ist alles fit, ich hoffe bei dir auch. Darfst du nicht, ne? Hey. Du hast dich weiterhin an die Regeln zu halten. Boah. Egal. Genau das meinte ich, Alpha. Das wollte ich eigentlich sagen, aber ich bin zu dumm dafür. Alles, was die anderen abspielen, ist auf der falschen Tonspur, richtig. Pixelboom, Dankeschön für 719 Bits. Curtis und Regen, die Globet auch. Ja, natürlich halte ich mich an die Regeln, hallo? Ja, Maschine, jetzt kann ich gar nicht mehr im EP machen. Ich kann gar nicht auf Partys gehen und so. Richtig mies, Alter. Hallo, Mad Mike. Außer jemand spielt irgendwie Mucke von einer Copyright-Free-Liste ab, ne? Oder Preze Rocks oder was weiß ich, Alter. Aber wer macht das schon? Du Frägel, hast dich noch nie an Permis-Regeln gehalten. Zeig mir einen Clip, Junge, wo ich das nicht gemacht habe. Ich mache Live-Musik. Das würde mich auch. Ist das verboten? Darf man Gitarre spielen? Mit Liedern, die existieren? Oder kriegt man dafür Overdrive reingedrückt? Hallo, Epic. Audi-Fahrer, danke für den Prime im 3. In der Bibel steht: Schütz dein Leben. Regelwerk, cool. Ja, hallo, das steht aber in der Bibel. Was soll ich machen? Was geht ab, Shorty B? Tobi liebt dich. Curtis liebt dich auch. Danke für den Prime im 19. Tagzahn. Cube kann man gehen. Was für Mucke spielen die da ab? Ach, ich glaube, der Shannik macht da eigene Musik, ne? Muss ich Shannik mal fragen. WoW-Pimmes, geh nix. Wir gehen jetzt in den richtigen Pimmes, Alter. So, den Bums hier rüber. Zap, zabadabab. Raja MP. Ach, musste nicht Maschine jetzt. Ich habe sogar mal, ich weiß, als ich wieder angefangen habe zu streamen, habe ich sogar mal darüber geredet. Weil Leute gefragt haben, ob ich ein neues Intro mache. Da habe ich gesagt, dass ich zu dir gar nicht mehr so Kontakt habe. Und das mega asozial wäre, wenn ich dich jetzt anschreiben würde mit, ey, kannst du mir was machen? So. Obwohl wir monatelang nichts mehr miteinander zu tun hatten. Du alten United, du Alter.
Au ak bitubu. Hattet kurz reingekickt, Emin? Okay, Maschine, das ist okay. Hallo Danax und XVRX, danke schön für den Resub im 28. Und New Luck, danke für den Prime im 22. Ne, Film, ne, den gibt's nicht zum Download, aber ich kann den, ach, kann ich gar nicht, ich hab den gar nicht mehr. Weiß ich nicht, woher ich den krieg. Weiß nicht, ob man bei Streamer Elements die Sounds runterladen kann. Ja, dann kann ich den im Discord posten. Lakseibo, danke schön für den Prime im dritten.